eines der Hauptthemen, das mit Nazis, Rechtsextremismus verbunden wird, ist Antisemitismus. Der Begriff hat ja auch über den Bereich dessen, was man als rechtsextrem, als neonazistisch und so weiter einstuft, ganz spezifischen und inflationären Gebrauch in den letzten Jahren erlebt, oftmals durchaus zu Recht. Aber was ist sozusagen gemeint, wenn man in spezifischen Form über Antisemitismus bei Nazis spricht? Und vor allem wäre natürlich interessant oder sicherlich wichtig, darüber zu sprechen, wie nehmen Nazis selber die Form des Antisemitismus, die ihnen entgegengeworfen werden, wahr. Ich selbst, als ich in der Szene aktiv war, habe mich eine Zeit lang durchaus als Antisemit gesehen, als ich noch etwas jünger sozusagen in der Szene war, also noch ganz frisch und stürmisch, überzeugter völkischer Nationalsozialist, also auch mit dem historischen Nationalsozialismus noch nicht gebrochen hatte. Da vertritt man dann eine spezifische Form des Antisemitismus, der an, wenn man so möchte, an die Parteilinie der NSDAP gebunden ist, wo sozusagen der Jude als eine spezifische ideologische, phantasmatische Vorstellung eine Instanz ist, die selber sozusagen ein Volk ist, das sich selbst als auserwählt setzt, das sich selbst durch sozusagen, wenn man so möchte, unlautere Mittel in eine vorteilhafte Position gebracht hat. Also es findet dort eine Verkehrung aller möglicher historisch stattgefundener Ereignisse statt. Es wird so getan, sozusagen, als ob der Jude oder die Juden, wie dann immer gesprochen wird, entweder in einem festen Singular oder eben in einem spezifischen Plural, das alle Juden und Jüdinnen umfassen sollen, absichtlich und durch Zwang versucht hat, eine Zinsknechtschaft über alle Völker der Welt zu bringen. Das ist historisch mehr als lächerlich. Aber daraus wird dann abgeleitet, das hat im weiten Fall zum Beispiel jetzt zur Folge, dass der Jude, ich gebrauche das und reproduziere dabei natürlich gerade die Ideologie, aber der Punkt ist ja, das deutlich zu machen, der Jude in dieser Vorstellung des nationalsozialistischen Antisemitismus verhindert durch seine Anwesenheit, wenn man so möchte, die Verwirklichung der reinen Volksgemeinschaft. Er gehört ja nicht zur arischen Rasse, das ist ganz klar und so weiter. Er verhindert außerdem natürlich den reinen Nationalsozialismus, weil er ja durch die Zinsknechtschaft ökonomische Prinzipien einführt, die sozusagen nicht auf realwirtschaftlich produzierten Gütern berufen, sondern auf geldheckendem Geld und dergleichen mehr. Also auch darum gab es dann riesengroße Debatten in der sogenannten Kampfzeit der NSDAP in den 20er Jahren. Gottfried Federer war da der wichtige Ökonom. Das heißt, es fand sozusagen innerhalb der Nazi-Ideologie schon immer eine Verschränkung von Ökonomie, einer ganz spezifischen Form von Geschichtsrevisionismus und eben diesen ideologischen Vorstellungen über den ewigen Juden statt, worüber dann auch Filme gemacht wurden. Es gibt heute noch viele, viele Nazis, die an diesen Vorstellungen partizipieren. Also ich habe das auch eine Zeit lang getan. Und dann gibt es sozusagen aber auch die Nazis, die sich für kritischer empfinden. Die haben gemerkt, das kann man so nicht machen, kann man auch nicht gut nach außen vertreten, da muss man was ändern. Das reicht leider nicht sehr weit. Denn was dann gemacht wird, ist zu sagen, okay, wir sind keine Antisemiten. Warum? Weil, und dann kommt sozusagen so eine ganz krasse Begriffsanalytik, Semiten, das wären ja auch arabische Menschen, die gehören ja auch zur Sprachfamilie der Semiten. Also so wird das dann dargestellt. Ich glaube nicht mal, dass das sozusagen etymologisch oder wissenschaftlich zu beweisen ist. Und dann wird gesagt, ja, aber gegen Palästinenser, die um ihre Freiheit kämpfen, die haben wir ja gar nicht. Deshalb sind wir ja schon mal keine Antisemiten. Und dann wird gesagt, was wir eigentlich sind, wäre eher Antizionisten. Ja, also das heißt, da wird dann einfach wieder mal ein neues Label gegeben, wobei die gedankliche Struktur aber die gleiche bleibt. Also was gleich bleibt, ist, dass man sagt, es gibt sozusagen Menschen, die wir als Juden bezeichnen, die in einer gewissen Art und Weise versuchen, alle anderen Menschen auszubeuten, die sich selbst als auserwählt sehen, die keine Rücksicht nehmen auf das Leben anderer Menschen, die sozusagen dieses Heilige Reich Zion gründen zu können, also sind sie bereit, über Leichen zu gehen. Ja, also
Das hat auch historisch nicht sehr viel mit dem zu tun, was man Zionismus nennt, reicht aber aus, um diese eine spezifische Form von strukturellem Antisemitismus und eben dieser spezifischen Form des Antizionismus zu stützen. Das heißt, was wir hier haben, ist, wenn man so möchte, einfach eine Übertragung von strukturell gleichen Gedankengängen auf etwas, das ich einfach anders nenne und mich dann extrem kritisch fühle. Weil ich ja sagen kann, ich habe ja nichts gegen alle Juden. Das ist ja auch Unsinn. Warum sollte man was gegen alle Juden haben? Ich habe nur was gegen die Juden, die scheiß Juden sind. Ganz krass gesagt, so wurde das dann vertreten innerhalb der autonomen nationalistischen Szene. So wird das vertreten heute auch außerhalb sozusagen der Nazi-Szene in vielen, vielen auch gut bürgerlichen Häusern, wird so am Armputztisch gesprochen. Und so wird in einer gewissen Weise auch in Dresden, Köln und Leipzig durchaus geredet. Das heißt, das ist etwas, das sich darüber hinaus verbreitet hat. Das heißt sozusagen ein aufgeklärter Antizionismus, der natürlich nichts Antisemitisches hat, aber trotzdem die ganze Zeit antisemitisch argumentiert. Das ist sehr, sehr interessant. Und wir finden eine ganz ähnliche Form auch bei den jetzt ja sehr stark aufkommenden antirassistischen Rassismen. Ja, also Pegida, die AfD sind da ja nur die bekanntesten Vertreterinnen einer riesengroßen, wenn man so möchte, rechtspopulistischen, kritischen Masse, die sich, wenn man so möchte, angehäuft hat über die letzten Jahrzehnte. Das ist auch nicht so, dass die einfach so aus dem Gebüsch gesprungen kamen, sondern es ist tatsächlich so, dass die ganze Zeit da waren. Es war halt eine Zeit lang pietätlos, das zu machen, obwohl 1992 auch schon Leute rumgerannt sind, haben gerufen, wir sind das Volk, und dann mit Molotow-Cocktails auf Asylantenheime geworfen. Das heißt, man kann auch nicht so tun, als hätte man davon nichts gewusst. Ja, das ist sozusagen auch schon wieder eine Frage, wie man mit dem umgeht, was historisch stattgefunden hat in der jungen Vereinten Bundesrepublik. Aber was wir haben bei diesen antirassistischen Rassistinnen ist genau auch, dass sie so tun, als seien sie nicht rassistisch, weil es ihnen ja sozusagen nicht darum geht, Menschen zu dequalifizieren oder zu disqualifizieren oder zu sagen, ja, uns geht es ja nicht darum, zu sagen, dass wir besser sind als die anderen. Wir sagen nur, dass sie hier nicht leben dürfen. Ja? Und warum dürfen sie das nicht? Naja, also unsere Tradition hat ja gewisse Werte angehäuft. Ich versuche jetzt mal aus der Sicht des geneigten Pegidisten zu sprechen oder Pegidaisten oder wie man das dann nennen möchte. Und diese Tradition, die müssen wir ja auch bewahren, unsere Werte. Da geht es nicht, dass Leute dazu gezwungen werden, Kopftücher zu tragen. Und da funktioniert es sozusagen nicht, dass wir hier uns fünfmal am Tag auf die Knie werfen und nach Osten beten und dergleichen. Das kann auf keinen Fall sein. Aber es geht ja nicht darum zu sagen, dass diese Leute irgendwie schlecht wären. Was wir nicht wollen, ist sozusagen einfach diese Form von autoritativen Religionen. Was wir nicht wollen, ist, dass Leute auf unsere Kosten leben, dass wir kriminelle Leute durchfüttern, die nicht mal von hier kommen. Und da muss man, finde ich, eigentlich die kritische Frage stellen, warum sozusagen Leute, die nicht von hier sind oder wie auch immer man das überhaupt beschreiben möchte, angebliche Wirtschaftsflüchtlinge und so weiter und so fort, welche Gründe es dafür gibt, die Leute irgendwo an irgendwelchen eigentlich eher imaginären Grenzen verrecken zu lassen, weil man sagt, du kommst hier nicht rein. Und das ist sozusagen ein Punkt, der sich eigentlich nur argumentativ stützen lässt, wenn man, obwohl man so tut, dass man sagt, die Leute sind genauso viel wert wie wir, muss man trotzdem ja diese Ebene einführen, dass man sagt, aber die dürfen trotzdem nicht hier leben, denn sie sind ja anders, sie gehören hier nicht her, sie sind sozusagen, dieses Wort wird ja da die ganze Zeit kolportiert, sie sind Wirtschaftsflüchtlinge, die eigentlich aber hier nichts verloren hat. Damit sagt man eigentlich nichts anderes als, deren Leben ist nichts wert, und damit sagt man nichts anderes als, unser Leben ist mehr wert und ist deshalb rassistisch. Thank you.